Roussel, Megatyp. Es gibt ganz, ganz viele Gründe für mich, aber auch für viele andere, sich mit ihm zu beschäftigen. Meine erste Begegnung mit ihm hatte ich an der Schauspielschule. Und das gibt viele Gründe, sich mit ihm zu beschäftigen, was er auch mit der Sprache angerichtet hat. Und sein ganzer Lebensstil, sein Umgang mit Drogen, sein Tod. Aber eine Sache hat mich am meisten fasziniert: sein großes Wohnmobil. Er war wohl der Erste mit einem eigenen großen Wohnmobil, ist zu Mussolini gefahren, hat sein großes Auto gezeigt und war sehr stolz darauf. Und das Geheimnis war, dass er das sehr prunkvoll ausgestattet hat, mit einer Badewanne und einem großen Bett. Zwar auch Fenster, aber er hat erzählt, dass er gar nicht rausgeguckt hat. Er ist viel gereist, hat aber nicht aus dem Fenster geschaut. Dieser schwarze Kasten ist also durch die Welt gezuckelt und er wusste nie, wo er war. Er wollte es auch gar nicht wissen. Er ist ja auch sowieso ein viel Gereister gewesen und hat in seinen Büchern kaum etwas erzählt. Und wenn, dann waren es eben nur Sachen, die man sich sonst wo aufschreiben könnte, wo, da hätte man gar nicht das Land betreten müssen. Und dieses Fahren in einem schwarzen Kasten von einem Punkt A zum Punkt B, ohne unterwegs zu sehen, wo man ist, fand ich eine sehr gute Anregung für meinen Fahrstuhl. Elevator Man ist ja ein Mensch, halb Fahrstuhl, halb Mensch. Ist immer auch witzig gemeint natürlich, ne? Also mein Hauptspielplatz sind Dinge, wo man lachen muss, weil da bin ich beruhigt, da weiß ich, es waltet dieses Unsichtbare, das Performativen. Leute müssen lächeln, wissen nicht warum. Und wenn die mal lachen müssen, wenn ich was sage, dann sage ich, okay, das stimmt schon mal was grundsätzlich, das behalte ich. Und so bin ich auch zu Elevator Man gekommen, weil das natürlich im Vergleich zu den großen Supermännern, die es so gibt, ist Elevator Man auch irgendwie harmlos und lustig, weil der Typ, der den Fahrstuhl nach oben und unten fuhr, manche Hotels haben immer noch solche Leute, muss es wirklich nicht drauf haben. Der muss wirklich nichts können. Gleichzeitig ist der Fahrstuhl immer auch noch ein Ort für ganz viele Geheimnisse. Da gibt es wirklich sehr, sehr viel. Jetzt wäre die Gelegenheit, nach dieser Inspiration von diesem großen Pataphysiker, Surrealisten, Sprachexperimentierer und Visionär und durchgeknallten Drogenheini, kurz die Geschichte vom Elevator Man zu erzählen. Achtung! 1958 war ich auf der Expo in Brüssel. Da gab es eben diesen kleinen Unfall vor dem amerikanischen Pavillon. Delfinmann ist entstanden. Der hat diese Geräusche gemacht. Jetzt habe ich die ganzen Jahre, 14 Jahre, mit 41 Songs das Leben des Delfinmanns erzählt. In der gleichen Zeit ist Elevator Man entstanden. Der war sehr unsichtbar. Weiß gar nicht mehr wie, ist er irgendwie nach Maine gekommen, zum Wilhelm-Reich-Institut und hat sich dort einen Orgon-Akkumulator gekauft. Das ist so ein kleiner Holzkasten, sieht eigentlich aus wie eine zu kurz geratene Trockentoilette. Da kann man sich reinsetzen, die ist mit Metall ausgeschlagen und kriegt dann Orgonenergie. Das Ding hat sich Elevator Man gekauft und hat damit rumexperimentiert. Es hat nie richtig funktioniert. Eines Tages ist er sehr ungeduldig geworden, ist auf ein Feld gegangen bei Vollmond, hat sich in den Kasten gesetzt, in den Orgon-Akkumulator und hat gesagt, jetzt muss es klappen. Auf einmal fängt das Ding an zu ruckeln und geht aber in die andere Richtung, geht nach unten in die Erde und denkt, oh mein Gott, jetzt geht's los. Da gibt es eine Stimme aus der Sprechanlage im Fahrstuhl, die sagt, keine Angst, er holt nur Schwung und taucht dann auf. Schön kalt und jung. Auf einmal schießt der Kasten nach oben, es ruckelt. Er macht die Tür auf, ist auf einer Rooftop-Party in São Paulo. Und seit dieser Zeit ist er verbunden mit seinem Fahrstuhl. Und wenn immer es eine Party gibt, die sexy genug ist, dass ganz viel Orgonenergie dort ist, auf dem Dach oder auf der Party mit Fahrstuhlzugang, funktioniert sein Fahrstuhl und er kann sich hinbeamen. Das heißt, wenn du mal auf einer Party warst mit Fahrstuhlzugang, und Elevator Man ist nicht aufgetaucht. War es keine große Party, war eine kleine Party. Ja, Elevator Man ist verbunden mit der sexuellen Energie, diesen Partys. Er ist mit seinem Fahrstuhl, reist er, hat einen ganz eigenen ausgestattet, mit einer kleinen Sitzbank, einem kleinen Tischchen, so. Damit reist er. Normalerweise arbeitet er in einem italienischen Hotel als normaler Liftboy, hat ein kleines Einbettzimmer mit einem Röhrenfernseher, kümmert sich nicht viel, trinkt immer ab und zu. Also trinkt ab und zu eine Kleinigkeit und dann, wenn er gerufen wird, steigt er in den Fahrstuhl, schießt dahin, wo er hingehört. Manchmal geht er auch runter in Kellergeschosse und wenn die Tür aufgeht, erscheint er. Es gibt kurz eine Show, er verschwindet wieder. Sehr einfaches Leben, aber toll. Das ist die Geschichte von Elevator Man und wenn man sich dann an
Wenn man Roussel lehnt, kann man sich auch einiges erlauben an Missverständnissen, an Sprachspielen. Und wenn man auch noch die Algentheorie nimmt, kann man sich wirklich viel verzweigen. Und das ist dann nicht Dada, das ist eigentlich mittlerweile sehr konkret. Viele Dinge, die früher eben absurd, einem absurd vorkamen oder fantastisch, sind ja heute in der Kommunikation absolut möglich. Wir alle sitzen vorm Computer und suchen und finden und betreten Räume, die gigantisch sind oder klein, Bruchteil einer Sekunde, stundenlang sich ausbreiten. Ja, und insofern finde ich meine Art der Erzählung in dem straighten Elevator Man Cosmos gar nicht so verrückt, sondern finde es ist sehr konkret. Und die einfache Geschichte, die man auch einem Siebenjährigen erklären kann, man kann sagen, hey, es gibt Superman, es gibt Elevator Man, halb Mensch, halb Elevator. Und mit übernatürlichen Kräften ausgestattet und ein Partyman.